Gut, den Raum hier habe ich komplett durchsucht. Gut, hier geht es nicht durch. Ich gehe mal nach oben gucken. Ah gut, hier geht es durch das Gebäude, aber bevor ich das tue, werde ich noch die anderen Gebäude durchchecken. Deswegen werde ich wieder runtergehen. Weil die sind ja jetzt zum Glück alle tot. Nee, der lebt ja noch. Das wissen wir alle, dass der noch am Leben ist. Aber dafür hat Ellie ihn erwischt. So. Gut, jetzt nichts. Nichts. Gut, in dem Gebäude war ich noch nicht. Na gut, wenn die Scars hier waren, sind glaube ich die ganzen Infizierten bestimmt hier tot. Ja, ich weiß, dass ich... Achso. Na gut. Ich halt einfach, mache ich doch gerne. Ja, ist ja gut. Ja, ich weiß ja, dass es da weitergeht. Aber man darf ja wohl hier das Zeug doch noch mitholen, was hier so rumliegt. Vor allem Munition, das ist mega wichtig. Das ist überlebensnotwendig. Genauso wie Scheren und Klebebänder. Alles sehr überlebensnotwendig. Gut, hier ist nichts mehr. Gut, ich glaube, das war's. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Das war der Hammer. Vielleicht komme ich da rein. Okay, so geht's auch. Okay, ist nichts. Kommt auch 100 Pro was. Nicht? Tasche, aber Munition. Hier ist auch 100 Pro der Scharfschütze bestimmt noch hier drin. Muss ich nur noch runter zur Straße. Okay, ich packe das. Alter, das sieht so nice aus mit dem Sonnenuntergang. Okay, oh, Schere nehme ich gerne mit. Ja gut, konnte man ja nicht wissen. Oh, ein Dokument. Cable. Wenn bei den Seraphit ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel. Reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und alle meine Erwartungen übertroffen. Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initial... Oh, dieses Wort, Alter.
Initiationsritus nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wangen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Namen werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens ziehen, mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich, dein Vater Esra. Nett. Auf echt schräge Art. Das stimmt allerdings. So. Hier werde ich auf jeden Fall ein Zielfernrohr machen. Nice. Und hier werde ich irgendwann den Schaden erhöhen. Aber dafür bräuchte ich mehr Schrauben. Hoffentlich finden wir die noch. So, ich wechsle mal die Waffe. So. Ich möchte mal kurz was ausprobieren, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. Wir müssen ja eh da runter. Ich will nur mal gucken, ob das Visier funktioniert. Okay. Ja gut, es ist jetzt nicht so gut wie ein Scharfschützen Visier, aber das reicht schon aus. Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Alter, jetzt ist er wirklich krank im Kopf. Naja. Hier sind ja nur kranke Leute, wenn man ganz ehrlich ist. Okay, da drunter müssen wir. Na gut, dann gehen wir mal da runter. Wie doof, ich kann ja auch so. Oh. Guten Tag, der Herr. Sie sehen ja nicht mehr ganz so gesund aus. Okay, da könnte ich mich verstecken. Oder? Oder ist da nur was? Nee. Okay, sieht aber verdächtig aus. Hier runter? Nee, oder? Obwohl doch. Was ist da? Die Ältesten wird es freuen, so nah beim Märtyrertor zu sein. Ach du Heilige. Dieser Ort ist drauf. Weiter, runter. Ach du Scheiße. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Kriegen dich. Bist du dir sicher? Diesmal weg. Das ist der andere. Was tust du nicht? Hä, das war doch eine Frau, das hier. Und das da drüben war doch auch eine. Okay, merkwürdig. Ich glaube, das ist ein kleines Spielfeld, kann das sein? Naja. Okay, gut, der spaziert da drin. Hat vielleicht nicht laufen. Scheiße. Das sieht mich doch. Ach du Scheiße, das viele.
Oh mein Gott. Das ist dein Spaß, hier durchzukommen. Oh Gott. Dass wir da durchkommen. Scheiße. Ich will es da runter, aber die Frage ist nur wie. Schön. Gott, wo bin ich nur reingeraten? Tja, in den ihr Versteck, wie es aussieht. Okay. Ah, du kommst genau in die Arme. Die Schnauze. So. Okay. Gut, Zeiten sind jede Menge. So, ich will die Munition holen. Okay, alles toll. Nee, das ist ja dumm. Verschwunden. Durchsucht die Ruinen. Lasst sie nicht entwischen. Ich hab sie gefunden. Komm, stirb doch endlich. Mann, stirb. Noch einer rum.
So. Gott, Alter. Die haben so die Schüsse gehört, aber waren so dumm, mich zu finden. Okay, der war noch clever umgebracht, der da. Nur den Dicken da wollte ich eigentlich den Headshot verpassen, aber dann hat er mich gesehen. Und dann hatte ich auch noch keinen Schalldämpfer, das heißt, ich musste schießen. Aber na gut. Jetzt muss ich runter zur Straße. Alter, was? Was bist du denn für eine? Alter! Alter, was? Oh, das ist die Prophetin, oder? Aua. Das war's. Scheiße. Alter. Jetzt sind wir bestimmt... Ah, oh, dieser scheiß Stuhl. Der quietscht die ganze Zeit. 4 Monate zuvor. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Ist Alice auch hier? Ja, draußen mit Mel. Sie sieht aus. Wie geil. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh. Hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Warum sind die eigentlich nie zusammengeblieben? Das verstehe ich nicht. Warum hat er diese Mel, sag ich mal, geschwängert? Das verstehe ich nicht. Weil man sieht doch, wie gut die sich verstehen. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Krass, der wohnt hier. Aber gut, warum nicht? Ein schönes Gefühl. Oh, hier. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Sei ganz locker. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Oh, gut gemacht.
so hoch. Wow. Isaac, wer beschämt. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. Hey, Vorsicht mit der Kunst. Was? Davon wird's nur schöner. Autsch. Also, das tut mir schon weh. Was ist denn letzter? 30 Sekunden. Was ist denn letzter? Ah, da. Mach doch nichts. Es ist wirklich eine irre komplizierte Technik. Du bist so ein Arsch. Nur noch 10 Sekunden. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich habe noch Zeit übrig, stimmt's? 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft! Ha! Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein, das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay, ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Krass, hat hier alles sauber gemacht. Hat sich aber echt viel Mühe gegeben. Mit der Crystal Mel. Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Schon geil. Nice. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also. Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los.
Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Erinnert mich ein bisschen an Tomb Raider. Sorry, dass ich das sagen muss. Ich bin aber direkt still. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Alter. Alter. So, das war die Anführerin. Ich glaube, die ist jetzt tot. Left.
seid auf der Hut. Alter, jetzt gleich. Oh, was? Alter. So, jetzt reicht es. Können ja ausweichen, die Mistviecher. Alter. So würde ich mir The Forest vorstellen, also den zweiten Teil. Oh, da war ein Stalker. Alter, wie viel kommen da noch? Seh ich doch. Alter, wie sahen die denn aus? Oh, die schon wieder. So, jetzt reicht's mir. Mal gucken, wer der Stärkere ist. Ist das da etwa mein Rucksack? Oh, fuck. Oh. Scheiße, Alter. Okay. Jetzt reicht's. Fertig. Oh, jetzt schon wieder. Gut, die greift zweimal an.
Okay, jetzt hat sie dreimal angegriffen. Oh, fuck, Alter. So, jetzt bin ich dran mit dem Hammer. Oh, Alter, voll ins Auge. Scheiße, Alter. Voll ins Auge rein. Alter. Oh Gott, dieses Spiel wird immer krasser. Alter, hat die Power. Na los. Hat die Power, mein Gott. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fass das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? Okay. Gas hatten also auch Abtrünnige. Aber jetzt ist wenigstens die Anführerin von den Idioten da tot. Ist ja schon mal viel wert. Seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losgehen. Darauf bieten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht. Das ist mir egal. Das ist praktisch. Do it yourself, Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition aus alltäglichen Haushaltsgegenständen. EC Kowalczyk. Ne, Kowalczyk. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Und JJ Mesa. Oder, ja, doch, Mesa müsste richtig sein. Ja, Moment, Moment. Ich habe noch ein paar Medikamente. So. Brandpatronen anfertigen. Für die Schrot nicht verkehrt. Okay. Aber ich kann ja eh nichts machen. So. Ein Dokument. Eddie, ich bitte zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl zur Neueinteilung wieder nach Hause zu kommen. Ich habe zwei Suchtrupps nach dir ausgeschickt, vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns, verdammtes Gas. Mad. Okay.